Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema finanzielle Freiheit und ich möchte darüber sprechen oder erstmal aufzeigen, warum man das in der Schweiz schneller erreichen kann. Und vielleicht kurz mal eine Erklärung, was ist überhaupt finanzielle Freiheit für die, die das noch nie gehört haben. Der Begriff hat ja schon ziemliche Runde gemacht, so in den vielleicht letzten 10 Jahren. Das ist zumindest mein Eindruck und ist in gewissen Bereichen der Gesellschaft durchaus geläufig. Und da, es geht eigentlich darum, dass man genügend finanzielle Mittel hat oder anhäuft, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt, man muss dann keiner Lohnarbeit mehr nachgehen. Und eben die Grundidee dieses Videos ist eigentlich aufzuzeigen, warum das in der Schweiz schneller zu erreichen ist. Voraussetzung allerdings ist dabei, dass man dann die finanzielle Freiheit nicht in der Schweiz genießt, sondern in einem anderen Land, wo die Lebenshaltungskosten halt niedriger sind. Und da natürlich fallen dann auch darunter schon die ganzen Nachbarländer, also Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist es ja in den meisten Ländern der Welt sowieso deutlich günstiger von den Kosten her als jetzt in der Schweiz. Der größte Hebel dabei ist natürlich der Lohn. Ja, die Leute, die jetzt schon länger meinen Kanal verfolgen, die wissen das natürlich, die können jetzt ein bisschen vorspulen. Aber der Lohn ist hier einfach deutlich höher. Viel höher als in Deutschland, viel höher als in Österreich und in Frankreich. Die liegen ja alle ungefähr auf dem gleichen Level. Und man kann durchaus, nicht immer, aber in gewissen Berufsgruppen oder in gewissen Branchen kann man durchaus mit dem doppelten Nettogehalt rechnen. Ja. Ich verweise dann auch gerne auf meine anderen Videos. Ich werde dann auch mal ein anderes Video zu dem Thema natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Eben, das ist das eine. Man hat dann diesen Lohn quasi als Hebel. Dazu kommen aber noch die geringeren Steuern und Abgaben. Ja. Und gerade für Alleinstehende ist es so, und das ist ja meistens so, die Leute, die halt die finanzielle Freiheit erreichen wollen, die haben jetzt in der Regel noch keine Familie, sondern die sind alleinstehend, die haben Power wirklich finanziell was zu erreichen. Und eben, es bleibt dann mehr netto vom Brutto übrig, deutlich mehr als jetzt in Deutschland, weil da ist es so, dass Singles oder Alleinstehende eigentlich steuerlich sehr benachteiligt sind. In der Schweiz ist es ganz anders, da hat ein Alleinstehender wirklich einen Vorteil durch das liberalere System. Es fängt schon an bei der Krankenkasse und auch natürlich bei der Einkommenssteuer, aber auch bei gewissen anderen Sachen. Ja. Und was man auch noch sagen muss dabei, die Lebenshaltungskosten sind natürlich höher in der Schweiz, das ist ganz klar, aber nicht in dem Verhältnis jetzt, wie man es erwarten würde, wenn man das Lohnniveau sieht. Ja. Also das Lohnniveau, wenn man das sich betrachtet, liegt es ungefähr bei dem Doppelten von Deutschland und Österreich, Frankreich. Die Kosten liegen aber nur 51% höher. Das ist so ein statistischer Wert, Entschuldigung. Und das ist auch mein Eindruck. Ja, ich würde sogar sagen, es ist in den letzten Jahren geringer geworden, diese Differenz von den Kosten her. In Deutschland ist natürlich vieles teurer geworden. Und ja, daher gehe ich mal davon aus, dass es sogar niedriger sein könnte. Je nachdem natürlich auch, aus welcher Region Deutschlands man kommt. Und dadurch, durch diesen Lohn, durch die niedrigen Steuern und Abgaben, um mal wieder zurückzukommen, ist es so, dass der Sparbetrag höher ist. Also man muss es so sagen, durch das höhere Lohnniveau ist zum einen der Sparbetrag natürlich höher. Das macht dann einen Unterschied. Ja, wenn man jetzt sagt, man spart 10%, man verdient 2.000 Euro netto oder 3.000 Euro netto, sind es halt 300. Wenn ich es in der Schweiz mache und verdiene dann das Doppelte, ist der Sparbetrag dementsprechend auch das Doppelte. Nur durch die Steuern und Abgaben ist es ja so, dass die Sparquote sowieso noch mal höher ist. Das heißt, dann spare ich nicht meine 10%, sondern spare vielleicht 20%. Und dass das durchaus realistisch ist, zeigen auch gewisse OECD-Studien oder Statistiken, die dann immer regelmäßig die Sparquote beziffern. In Deutschland liegt die meines Wissens nach, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bei 11%, 11,3 oder so. Und in der Schweiz bei 19,3. Oder Deutschland 11,1, glaube ich, und 19,3, aber spielt auch keine Rolle. Also was einfach mal zeigt, dass man hier durch das liberalere System tendenziell mehr sparen kann. Ja. Und diese höhere Sparquote, um da vielleicht mal jetzt darauf einzugehen, jetzt kommt vielleicht manche Kritik und dann wird gesagt, ja, das kann man ja vielleicht in wenigen gut bezahlten Jobs erreichen, die wirklich dann auch den Schnitt nach oben ziehen, in Führungsbereichen. Dass man jetzt irgendwo im Kader ist, dass man Abteilungsleiter ist oder noch höher. Aber nein, ich habe es persönlich auch so erlebt und ich war kein Kadermitglied. Ja. Ich habe eine normale Ausbildung gemacht und eine Weiterbildung gemacht.
Ich sehe das aber auch bei anderen Leuten aus unserer Gemeinschaft, ja, die mir dann regelmäßig schreiben und mit denen ich ja auch schon auch im Austausch stand und Videos mit denen gemacht habe oder zu denen gemacht, Interviews gemacht habe mit denen in schriftlicher Form, wo dann einfach Leute sind, zum Beispiel Pflegefachkräfte oder auch Industriefacharbeiter, irgendwie aus dem Bereich Pharma zum Beispiel, die dann einfach sagen, hey, ich kann hier natürlich deutlich mehr sparen als Sparbetrag, aber auch die Sparquote ist deutlich höher. Und ich will damit nur sagen, es ist durchaus möglich, das auch mit in Anführungszeichen normalen Jobs zu erreichen. Ja, hier der Hinweis natürlich, das muss man alles immer noch abklären. Es gibt keine Garantie, dass man hier in jedem Bereich oder in jedem Beruf irgendwie mehr verdient jetzt im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten wie in Deutschland. Das sollte man wirklich noch beachten. Und da verweise ich gerne auf meine Webseite auswanderlux.ch. Ist auch unten verlinkt in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal durchstöbern. Da habe ich oben in der Menüleiste schön drin die wichtigsten Infos, die man eigentlich braucht. Steuern, Lebenshaltungskosten, Löhne, wie man die herausfinden kann und so weiter und so fort. Ja. Um das Thema mal finanzielle Freiheit wieder aufzugreifen. Natürlich ist es dann wichtig, dass man dann bewusst konsumiert und nicht der Lifestyle-Inflation da verfällt. Aber das ist natürlich dann bei den Leuten, die das Ziel haben, ist es auch selbstverständlich. Das brauche ich, glaube ich, nicht weiter irgendwie auszuführen. Und ganz wichtig, das ist jetzt eigentlich auch etwas, was ich nur ansprechen möchte, nicht weiter erklären möchte. Es ist natürlich auch klar, dass man das nicht einfach sparen muss auf dem Sparkonto, wo man dann vielleicht irgendwie 1,3% Zinsen oder so bekommt, sondern man muss es wirklich investieren. Ja? Das ist dann wichtig und da natürlich klassisch entweder in Einzelaktien oder ETFs. In der Schweiz könnte man noch die staatlich geförderte Säule 3a natürlich nutzen. Das ist einfach und das ist renditestark und damit hat man dann auch nochmal einen richtig kräftigen Hebel. Ja. Ein weiterer Punkt noch, Pensionskasse natürlich. Das ist auch etwas, was, glaube ich, manche nicht so auf dem Schirm haben. Das wird in der Schweiz vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber bezahlt. Das heißt, anteilig vom Bruttolohn gehen dort Beiträge in das persönliche Pensionskassenkonto des jeweiligen Angestellten oder des Arbeitnehmers. Ja. Und das ist auch wirklich so, das Geld wird dort angespart. Es erwirtschaftet dann auch eine Rendite. Und das ist persönliches Vermögen. Ja. Das ist nicht so, dass es dann irgendwie so eine imaginäre Summe ist, sondern das ist das Geld, was man hat. Ja. Und das kann man unter Umständen auch sich auszahlen lassen, zum Beispiel, wenn man in ein Land auswandert, was mit der Schweiz kein Sozialversicherungsabkommen hat. Ja. Und ich bin mir zu 99,9% sicher, dass man diese überobligatorischen Beiträge, die viele Firmen zahlen, die also über das gesetzliche Maß hinausgehen, dass man die sowieso auszahlen lassen kann, auch wenn man jetzt nach Deutschland zieht oder nach Österreich und so weiter. Und dieses Geld in der Pensionskasse wird auch investiert. Rund ein Drittel sind da in Aktien. Das ist natürlich je nach Situation, je nach aktueller Wirtschaftslage wird das dann immer mal wieder umgeschichtet. Aber man kann sagen, grob ein Drittel sind Aktien, ein Drittel sind Immobilien, ein Drittel sind Anleihen oder Obligationen, wie man in der Schweiz sagt. Ja. Ein anderer Punkt, wenn man es sich auszahlen lassen kann, vor der Pensionierung, sage ich jetzt mal, weil bei der Pensionierung ist es dann so, da kann man zumindest immer einen Teil auszahlen, je nach Pensionskasse sogar das volle Kapital. Aber wenn man sich selbstständig macht, und das könnte man zum Beispiel, wenn man dann sagt, man will jetzt die finanzielle Freiheit genießen, ich meine, dann könnten viele noch irgendwie ein Nebengewerbe eröffnen, sind dann selbstständig und könnten das dann so natürlich lösen. Ja. Aber eben damit sollte man sich dann nochmal, das ist ein eigenes Thema für sich, das habe ich jetzt nur so am Rande angesprochen. Es wäre aber meiner Meinung nach eine Möglichkeit. Ist jetzt keine Empfehlung, aber es wäre eine Möglichkeit. Ja. Und das Fazit, arbeiten in der Schweiz, man verdient mehr, man hat weniger Steuern und Abgaben, man kann dadurch mehr sparen, nicht nur in der Summe, sondern auch prozentual. Mit einem genügsamen Lebensstil, das kombiniert nochmal, investiert das Ganze langfristig in Aktien und ETFs und kann dadurch schneller die finanzielle Freiheit erreichen als jetzt in Deutschland. Und ich, in der Regel ist es dann so, wenn man dann hierher kommt und wirklich so einen Job bekommt, der so, wo man dann das Doppelte netto verdient, was durchaus möglich ist, dann braucht man nur halb so lange dafür, wie wenn man jetzt in Deutschland weiterhin arbeiten
würde. Gut, das war es auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert auch den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Sonntag um 9 Uhr wieder.